Täglich grüßt das Murmeltier. Du bekommst das Gefühl, dass aktuell überall nur noch Binance zu lesen ist. Binance, Binance, Binance und es hört nicht auf. Moinsen, meine Meisters, Meisterin, was geht Kryptogang zu diesem Samstag? Ja, mich nervt's langsam selbst, aber wir müssen wieder über Binance sprechen. Ich kann das alles nicht mehr, aber es muss. Da wird sich auch, sorry an alle, die rauchen, hassen, da wird sich jetzt eine Ziese angemacht. Neue Vorkommnisse. Ein gestern geführtes Interview vom Binance CEO, wo er sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Wirklich nicht. Ganze Situation wurde dadurch jetzt nicht unbedingt besser, sondern schlimmer. Übrigens einer der Gründe, warum der Markt gerade so abverkauft. Ich erkläre euch, worum es geht und was passiert ist und wie gefährlich steht es gerade wirklich um die ganze Binance-Situation. Wir starten nach dem Intro. Ja, Mann, ey. Hello, Crypto Gang. Greeting from Savox. Erinnert ihr euch an das Video von mir, wo ich berichtet habe, dass Binance einen sogenannten Proof of Reserve durchführen lassen hat für ihre Bitcoin-Bestände vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Marsar? Binance hatte das mit denen gemacht, um den aktuellen FUD entgegenzuwirken, sagen wir mal so. Also sozusagen, um die Masse zu beruhigen. Problem war nur, hat jetzt nicht wirklich unbedingt geklappt und daran ist Binance tatsächlich komplett selber schuld. Es gibt nämlich tatsächlich diverse Missstände in Binance Reserven für diverse Altcoins. Hatten wir auch ein Video drüber gemacht, schaut es euch gerne an, i ploppt jetzt da oben auf. Und genau auf das Thema beruft sich der aktuelle ganze FUD. Die Vorwürfe der Masse ist klar. Wir haben Angst, dass unsere Kundengelder bei Binance nicht ausreichend gedeckelt sind. Anstatt sich dann hinzustellen, darauf Bezug zu nehmen und zu beweisen, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Grund dafür gibt, lassen die von Marsar ihre Bestände von Bitcoin prüfen. Und ja, mit Erfolg. Also Bitcoin ist mit 100% gedeckt. Bitcoin war aber nie Thema. Das ist das Problem. Aber egal, lassen wir das mal so stehen, meinetwegen. Bitcoin-Audit für die Reserve war erfolgreich, hat Marsar ja festgestellt, ja? Nun ja, dieses Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Marsar Group, unterbricht alle Arbeiten mit Binance. Das ist ein Teil der Geschichte. Gestern passiert, Freunde. Ein anderer Teil der Geschichte, der gestern ein großes Thema wurde, ist, dass Sam Bankman-Fried, also der Betrüger-CEO von FTX, okay, von dem sprechen wir jetzt hier gerade, der hat letztes Jahr irgendwann die Anteile, die CZ an FTX hatte, an CZ wieder zurückverkauft. Das war eine Transaktion, groß mit Activated, von 2,1 Milliarden US-Dollar. Jetzt könnte man ja meinen, ey geil, da ist doch dann FTX Money. Jetzt könnte man den Opfern ja nach und nach stückweise ihr Geld zurückgeben, oder nicht? So eine gute Sache. Aber auf das Geld angesprochen sagt CZ, dass sie davon nur noch etwa 500 Millionen US-Dollar übrig haben, seit es in FTT war. Außerdem sagte er, und jetzt passt auf, da schlackern euch die Ohren, dass er diese 500 Millionen Dollar, Zitat, eigentlich schon vergessen hätte. Er erinnert sich auch nicht mehr wirklich an den Deal. Ist kein Witz. Also wenn ich einen 2,1 Milliarden Deal mache, dann erinnere ich mich daran. Nee, er sagt, er erinnert sich nicht mehr. Wir kennen solche Aussagen ja schon von Olaf Scholz. Soll das Vergessen von einer halben Milliarde Dollar dazu führen, dass ich mich sicherer fühle, dass die Leute da mit meinem Geld hantieren? Aber egal, Freunde. Das sei auch mal FUD-technisch dahingestellt. Bleiben wir mal beim Thema. Die Fragen gingen weiter. Sag mal, CZ, wie sieht er denn, wie gesagt, damit aus, den Leuten ihr FTX-Geld zurückzugeben? Müsstet ihr nicht eventuell sogar gesetzlich das Geld an die Opfer zurückzahlen? Gibt es da nicht so ein paar Klauseln und so? Tatsächlich könnte die ganze Geschichte nämlich rechtlich als betrügerische Übermittlung angesehen werden. Und Insolvenzgerichte können Transaktionen oft Jahre nach der eigentlichen Geschichte noch zurückfordern. Ist eigentlich sogar gang und gäbe. CZ, der CEO von Binance, ja, das Unternehmen, wo gerade dieser ganze FUD drum herrscht, die eigentlich ein Interesse daran haben müssten, das alles mal ein bisschen aufzulockern und zu lüften und ihr wisst schon, gibt in diesem Interview bei CNBC, wo wohl die ganze Kryptowelt drauf geschaut hat, folgende Antwort. Und er bekleckert sich hier wirklich nicht mit Ruhm, Freunde. Folgendes ist unter anderem passiert. Would you be able to handle it if somebody asked you for $2.1 billion back? Would that be okay? Would you be able to still withstand things? We're financially okay. Including you have $2.1 billion to give away? If somebody came to claw that back, you'd still be fine? We'll let the lawyer handle it. We are financially strong. Und dieses Augenrollen am Ende, okay? Ich fühle das. Systematisch einer Frage ausweichen, die eigentlich ganz klar formuliert ist. Könnt ihr Binance bewerkstelligen, stabil zu bleiben, wenn jemand kommt und die 2,1 Milliarden zurückhaben will? Wir sind finanziell okay. Die Frage war, ob ihr ohne Probleme die 2,1 Milliarden zurückgeben könnt. Wir sind finanziell stark.
Digga, beantworte doch zielgerichtet die Frage. Ich kette das nicht. Während er doch ganz genau weiß, dass die gesamte Kryptowelt gerade in diesem Moment auf ihn schaut. Warum, CZ? Ja, warum machst du so mit uns, Mann? Es gab aber noch viel interessantere Aussagen von ihm. Es ging ja um viel mehr und glaub mir, es wird jetzt nicht unbedingt besser. Er wird zum Beispiel gefragt, warum Binance kein Audit von einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhält. Und... naja, CZ antwortet, dass diese Firmen nicht wirklich wissen, wie man Kryptobörsen prüft. Das ist kein Scherz. Er umgeht wieder gezielt eine eindeutige Fragestellung. Die Frage war, warum? Warum unterzieht ihr euch nicht einem vernünftigen Audit? Dann wäre doch all der FAT einfach beendet und jeder würde sehen, es ist grundlos und es gibt keinen Grund zur Sorge. Nein! Seine Antwort ist einfach, ja, die Firmen, die wissen ja gar nicht, wie man uns prüft. Okay. Sehr beruhigend, Digga. Und dabei ist das tatsächlich nachweislich Bullshit, was er sagt, weil Deloitte hat Coinbase ohne Probleme komplett durchgeprüft. Wurde ihm natürlich auch übrigens gesagt. Seine Antwort? Ja, keine Ahnung. Also, kann sein, aber wir wissen jetzt nicht so wirklich, was Coinbase oder so machen. Wir sind ja Binance und nicht Coinbase. Wir gucken eher so auf uns. Im selben Interview sagt er aber auch, das müsste man vielleicht erwähnen, dass die schon daran sind, Audits durchführen lassen zu wollen in der Zukunft. Aber nur wenige Stunden später nimmt Mazar, die letztens dieses halbe Audit für Binance Bitcoin-Bestände durchgeführt hat, die Prüfungsberichte komplett offline und kündigt die Zusammenarbeit mit Binance. Ich wiederhole, sehr beruhigend, Digga. Diese Woche, liebe Freunde, wurden einige Milliarden an Netto von Binance runtergeholt von Anlegern. Was positiv auf jeden Fall für Binance spricht, das ist eine gehörige Summe und für andere Börsen wäre das vermutlich ein Bankenrun gewesen. Ganz übler. Also es gibt Börsen, die wären daran definitiv schon kaputt gegangen. Binance schüttelt das so aus dem Ärmel. Gab dadurch bislang keinerlei Probleme, also keine Zahlungsaussätze oder so. Das ist gut wohl angemerkt. Jetzt sollte man aber dringend, meiner Meinung nach, bedenken bitte. Weil wir sind ja nicht hier, um immer alles schön zu reden und alle zu beschwichtigen, sondern auf Eventualitäten und Wahrscheinlichkeiten hinzuweisen, die durchaus möglich wären. Das alles könnte sich natürlich schnell ändern. Wenn vielleicht ein wirklich großer Bankenrun startet und Binance mit seinen größten Reservebeständen Probleme bekommt. Und das Problem ist dasselbe wie FTX, also was FTX zum Einsturz gebracht hat. Die Reserven von Binance sind eben nicht zum größten Teil Dollar oder Gold oder Bitcoin oder whatever. Hauseigene Währungen, BUSD und BNB, das sind über 70% der Reserven. Deswegen ist tatsächlich FTX am Arsch gegangen, weil sie es dadurch halt eben nicht mehr aufhalten konnten. Das ist ja aber tatsächlich irgendwie so das klassische Szenario, was wir heute leider kennen, ne? Also jeder schreit immer FAT und alles FAT und Panik mache und macht keine Panik, bis es dann zur Wahrheit wird. Wenn Binance dem irgendwo auch berechtigten FAT standhalten kann und das allgemeine Vertrauen bei uns, also im Kollektiv, bei der Masse bleibt, wird vermutlich alles gut. Wenn die Stablecoins in den Reserven von Binance nicht ihren Pack verlieren, dürfte auch alles gut werden. Weil, das wäre jetzt die Konsequenz, Freunde, wir bringen das ungeschönt auf den Punkt, wenn nicht alles gut wird im Case Binance, okay, dann haben wir das dickste Problem an der Arschbacke, das wir je hatten in Sachen Krypto. Ich sag euch ehrlich, wenn Binance einkracht, dann ist das eigentlich egal, ob du vorher ausgezahlt hast oder nicht, dann sind unsere Kryptos vermutlich nichts mehr wert. Und selbst Bitcoin wird Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Wenn, ne? Nicht alle anfangen jetzt kreischend irgendwie im Kreis zu rennen und zu glauben, die Apokalypse bricht aus. Also hier erstmal, wir reden nur von Wenn und von Eventualitäten. Aber es ist natürlich, ich sehe die Kommentare schon wieder, macht nicht so eine Panik und so. Es ist doch ein aktuelles Thema, worüber wir reden müssen. Ja, lol. Soll ich jetzt wieder stumpf Kurse machen oder was, während wir diese Thematik nun mal haben? Wir reden doch nur darüber. Und es gäbe dieses Thema nicht, wohl mal angemerkt, wenn es diese ganzen Red Flags nicht geben würde, okay? Es ist ein wichtiges und richtiges Thema. Leider gibt es für meinen Geschmack auch aktuell viel zu viele Red Flags in der Causa Binance. Trotzdem müssen wir auch so ein paar Tatsachen berücksichtigen und benennen, die ein komplettes Scheitern von Binance wirklich dann auch eher unwahrscheinlich machen und wir auch ein bisschen Wind aus dem Fahrt rausholen können. Binance ist, ja, wie drückt man das aus? Wirklich rich. Die sind verdammt rich. Das ist der Hauptgrund. Die sind so massiv rich, dass die vermutlich um einiges massiv richer sind als die meisten Banken, die wir kennen. Ich übertreibe nicht, ist so. Damit Binance einem Black Swan Event zum Opfer fällt und nicht standhält, da muss wirklich schon der massivste Auslöser aller Zeiten kommen. Und dann ist eh alles zu spät. Vielleicht beruhigt das auch einige. Also so schnell, ne, das sage ich jetzt auch mal, wie das bei FTX oder bei Luna kollabiert ist, ist das bei Binance nicht machbar. Zu rich, aber nicht too big to fail. Auf gar keinen Fall, niemand ist das. Wenn wir uns dann dementsprechend das heutige Marktsegment angucken, ja,
Ein Rütze, ne? Ja, da wird gerade gut geblutet. Heilige Scheiße, Alter. Cardano, was ist denn da los? Auch mal eben Jahrestief erreicht. Solana bald weniger MCAP als Luna, what the fuck? Und Quant trotzdem noch über 100 Dollar, schade aber auch. Freunde, kurstechnisch auf gar keinen Fall in Panik verfallen. Ihr wisst ja, wir müssen das einfach positiv sehen und nutzen. Weil was willst du sonst auch machen, Freunde? Und Binance-technisch ändern wir ja auch nichts. Außer darüber zu sprechen, was ja auch irgendwo unser Job ist. Und das müssen wir machen. Ihr wisst ja übrigens, wer eine Hardware-Wallet braucht, um seine Kryptos von Börsen runterzuholen, wozu ich natürlich rate. Link zum Ledger-Shop habt ihr ganz oben in der Videobeschreibung, ne? Freunde, es ist doch Samstag. Also fahren wir alle mal wieder runter und alle, die neu da sind, natürlich gerne einmal unten abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden und smasht und crasht den Like-Button. Ich mach groß mit Activated. Und packt mir natürlich eure Meinung bezüglich meines FATS und meiner bösen Panikmache natürlich in die Kommentare oder sagt ihr, ja, Alter, also die Red Flags sind da, man muss drüber sprechen, ist ja klar. Und dann sehen wir uns später. Insta, Twitter etc. pp. Und ansonsten morgen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch einen super entspannten Start, oh mein Gott, ich habe einen Schlaganfall, Start in den Tag und macht was draus, Freunde. Ich bin jetzt wieder raus und wünsche euch, ja, einen schönen Tag. Reingehauen.